Hey meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Orakel hier bei mir, Herz und Seelentarot. Willkommen zum neuen Video. Ich möchte heute mal einen Blick auf ja, die aktuelle Situation werfen. Und zwar nehme ich heute mal wieder meine Lenormand-Karten und ja, werde schauen, was ist denn gerade aktuell los in der Liebe, was tut sich da? Einfach mal eine Neunerlegung. Um zu schauen, was ist da zu sehen, sind vielleicht gewisse Gefühle zu sehen, sind vielleicht nächste Schritte zu sehen oder irgendwelche Pläne, werden da vielleicht Pläne gemacht. Wir werden sehen, was sich da aktuell tut. Aktuell ist natürlich auch gerade eine Zeit der Höhen und Tiefen. Jetzt gerade aktuell war der Vollmond und es sind zusätzlich noch Portaltage. Das ist natürlich auch eine Energie, die auch sehr kräftezehrend ist. Und ich merke auch bei einigen von euch sind die Tage und die Prozesse auch wieder sehr anstrengend teilweise oder hat auf jeden Fall mit Höhen und Tiefen zu tun. Aber wir werden sehen, was sich heute denn zeigt. Ich gucke auf dich und dein Gegenüber. Du kannst natürlich auch sehr, sehr gerne alle Infos zu mir in der Videobeschreibung sehen. Das heißt, wie du mich auch kontaktieren kannst für eine persönliche Kartenlegung. Und ansonsten auch die Kartensets, die ich jetzt heute nutzen werde, findest du in der Videobeschreibung. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Wir beginnen einfach mal mit einer Botschaft und wir gucken einfach, was sich dann ergibt, welche Botschaft sich zeigt. Ach so, ein kleiner Sneak Peek, ein kleiner Hinweis. Übrigens an alle, die noch bis zum Ende dabei bleiben beim Video, da gibt es eine kleine Überraschung, also bleibt dran. Jetzt beginnen wir aber erstmal mit der Legung. Okay, was möchte sich denn allgemein jetzt gerade zeigen? Der Park auf Position 1, dann die Maus. Die weibliche Hauptperson, die Lilie. Was darf ich gerade für mein Kollektiv erfahren? Was ist da gerade los? Das Kind. Oh, sehr schön. Ich lege erstmal die Karten aus und dann werde ich natürlich danach in die Deutung gehen und gegebenenfalls noch zusätzliche Karten nutzen. Erstmal schaue ich aber, was sich hier allgemein zeigt. Der Baum, der Bär, eine Karte bitte noch. Das war die Karte. Okay. Hier hat sich gerade auch noch kurz die Zeitkarte gezeigt. Moment, finde ich sie hier gerade noch mal auf Anhieb? Weil einige von euch sind natürlich auch immer bedacht darauf, ja, wann ist es soweit, wann kommt es endlich? Und ich möchte hier natürlich auch noch mal kurz dazu sagen, nee, sie will sich jetzt nicht mehr zeigen. Wo ist sie denn? Ach doch, hier, direkt hier. Das bedeutet, manchmal dauert es länger. Ne? Bei mir hat es jetzt gerade auch länger gedauert, bis ich das gefunden habe. Manchmal benötigt es noch etwas Zeit, manchmal muss noch eine gewisse Distanz überbrückt werden, manchmal gibt es noch Stillstände, manchmal gibt es Rückzüge, obwohl man sich erhofft, ja, dass es vielleicht schneller vorwärts geht, aber manchmal ist es auch vom Universum so vorhergesehen, auch wenn man selber sich das anders wünscht, ne, ist es hier nochmal ganz klar zu erkennen. Gerade aktuell, was sehe ich hier? Erstmal in der Energie. Es könnte ein Treffen anstehen. Es könnte ein Treffen anstehen, das relativ kurzfristig geplant wird. Also hier ist irgendwas in Planung, in Bewegung. Vielleicht tatsächlich auch von dir, dass du eine Reise machen möchtest, dass du etwas unternehmen möchtest, dass du in Bewegung gehen möchtest. Vielleicht aber auch doch nicht, weil du Angst davor hast. Du bist gerade noch im Zwiespalt. Gibt es ein Treffen? Gibt es ein Wiedersehen? Kommt es wieder? Deine Angst ist gerade auch sehr präsent. Gerade in den nächsten 2 Tagen könnte das so von der Tendenz sein, da das jetzt heute ein Video auf die aktuelle Energie ist. In dem Moment, wo du das Video schaust, ist es wichtig. Aber ich möchte natürlich auch sagen, wenn du ein Thema vorwärts gebracht hast, ein Lernthema gemacht hast oder natürlich auch du vorwärts gehst oder dein Gegenüber vorwärts gehst, kann die Energie sich auch schneller ändern, als du denkst. Ich sehe aber, hier ist eine Möglichkeit für ein Treffen, ein kurzes, kleines Treffen vielleicht. Ne? Auch die Maus und das Kind könnte für was Kleines, Zartes, Leichtes stehen. Hier möchte aber etwas in die Bewegung kommen, in die Veränderung kommen. Aber wenn hier noch die Angst vor einer erneuten Begegnung da ist,
darf man sich auch hier bewusst von der Angst wegdrehen. Du darfst dich von der Angst weggehen und vielleicht auch mal den Schritt über die Angst hinübergehen und eine gewisse Distanz überwinden. Denn ich sehe, es wird zum Vorteil für dich sein. Ich sehe, hier kommt Liebe, Harmonie, Anziehungskraft, Versöhnung kommt hier ins Feld. Also wenn es gerade irgendwie eine Streitenergie gab, wenn es gerade eine Distanz zwischen dir und deinem Gegenüber gibt, wenn gerade wenig Kontakt da ist, kommt das hier wieder. Hier kommt wieder Kontakt, hier kommt wieder eine Annäherung. Das kann schneller passieren, als du gerade denkst oder als ob du es gerade siehst. Also du siehst vielleicht gerade nicht, was geht in deinem Gegenüber vor. Will er das überhaupt? Will er dich denn überhaupt sehen oder nicht? Aber ich sehe hier von der Tendenz her, hier ist eine Möglichkeit, dass man sich begegnet. Auch dein Gegenüber hat Sehnsucht nach dir, aber auch gleichzeitig auch Angst davor. Also man möchte es beide. Beide möchten sich sehen, treffen, aber beide haben Angst davor. So sieht man es auch. Und deshalb gibt es hier noch gegebenenfalls Masken, die getragen werden. Masken getragen werden heißt, dass man die Gefühle nicht zulässt oder nicht hinter die Gedanken und Gefühle blicken lässt. Dass man irgendwie noch Geheimnisse voreinander hat. Oder vielleicht vor einer Weile ein Treffen ausgemacht wurde und jetzt gerade kurz vorm Treffen weiß man nicht, ja, findet das jetzt statt oder nicht. Ne, das ist so eine kleine schwebende Lage noch. Aber so von der Tendenz her, wenn du gerade nicht weißt, ja, wir hatten ein Treffen abgemacht, aber ich weiß nicht, kommt das jetzt zustande, wird es klappen oder nicht? Ich sehe hier von der Tendenz, wird es klappen. Ihr werdet euch wieder begegnen. Man wird mutig sein, du darfst jetzt mutig sein und natürlich gewisse Unsicherheiten, die du in den Gedanken hast, lösen. Weil diese Maske bringt dich nicht weiter. Sei ehrlich und authentisch, du selbst. Spreche aus deinem inneren Kind, aus deiner Leichtigkeit heraus, aus deiner inneren Harmonie. Spreche aus deiner Seele, so kann ich es auch sagen. Sei offen und ehrlich zu dem, was du denkst und was du fühlst und was du wirklich willst. Und wenn du das auch machst, wirst du weiter vorwärts kommen, wirst du in deinem Prozess weiter vorwärts kommen. Das sehe ich auch hier. Ich sehe eine absolute Chance, dass dein inneres Kind weiter heilen kann. Vielleicht ist für den einen oder anderen aber auch noch die Familie hier ein wichtiges Thema. Das äußere Umfeld, Familie, vielleicht sogar Vaterthemen könnten hier ein wichtiges Thema noch sein, was irgendwie noch ablenkt bzw. dazwischen steht, zwischen dir und deinem Gegenüber. Das kann aktuell natürlich sein, wenn man mit den Eltern noch zusammenlebt oder irgendwie vielleicht auch sogar noch Schulden hat an andere Personen oder irgendwie ein bestimmtes Verhältnis zu einer Person hat, die zu einer männlichen Person, das könnte auch der Chef sein natürlich, ne? Irgendwo gibt es hier noch eine Abhängigkeit, was jetzt eher aber auch ein Familienthema sein könnte. Vielleicht hast du auch die Angst wegen deines Vaters, vielleicht geht es ihm nicht gut oder da steht irgendeine, weiß ich nicht, Operation an oder man überlegt, wie geht es da jetzt weiter langfristig gesehen. Vielleicht ist dieser Mensch auch schon im Ruhestand und man muss sich umeinander kümmern oder du hast so das Bedürfnis, dich um den Vater zu kümmern. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass es da bei deinem Gegenüber so ist, dass er den Vater unterstützen möchte oder dass dieser Vater auch eine sehr autoritäre Rolle hat. So nach dem Motto, ja Junge, hilfst du mir mal dabei? Machst du noch dies? Machst du noch jenes? Kannst du mir mal dabei helfen? Ne? So eine Art der Kommunikation zwischen den beiden herrscht. Und weil dein Gegenüber es vielleicht auch nicht anders gelernt hat. Oder auch du selbst. Ne? Dass man füreinander da sein möchte, für die Familie da sein möchte, aber letztendlich sich selber fast ein bisschen vergisst. Quasi immer stark sein musste. So ganz nach dem Motto, ja, ein Junge weint nicht. Oder ja, du musst gute Arbeit machen, Junge. Ne? Solche Sprüche hat er vielleicht früher bekommen. Oder auch du hast hier gewisse Abhängigkeiten von einer männlichen Person. Das könnte auch noch eine Ex-Partnerschaft sein, die noch nicht ganz verarbeitet worden ist, wo es auch vielleicht sehr stark um die Anziehungskraft geht oder Sexualität. Irgendwas, eine Aneignung von früher. Irgendwas, was man einen Glaubenssatz hatte, möchte hier in die Verwandlung gehen. Eine Verwandlung möchte hier kommen, eine Heilung möchte geschehen. Verstrickungen möchten geheilt werden. Und der Einfluss von außen ist hier noch ein bisschen stark, ja. Aber ich sehe trotzdem eine Möglichkeit, dass, wie gesagt, von der Tendenz eine Begegnung, ein Treffen oder erneute Kommunikation an sich erstmal,
dass das definitiv möglich ist. Auch wenn es nur kurz und klein ist, auch wenn es nur ein, zwei Stündchen sind. Ja, es ist möglich. Vielleicht, wenn du einen Schritt machst über die Angst hinüber. Vielleicht hast du gerade Angst, dass das Treffen nicht stattfindet. Oder du siehst nicht, weil irgendeine Kommunikation noch fehlt, irgendeine Absprache noch fehlt. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll, gerade aktuell. Aber da wird dein inneres Kind getriggert. Und bitte beachte, deine Gedanken kreieren deine Realität. Wichtig ist natürlich nicht nur im Wunschdenken zu bleiben, sondern aber auch tatsächlich im inneren Glauben, in der Gelassenheit, in der Ruhe, in deiner Weiblichkeit zu bleiben, ganz du selbst zu sein. Ne? Aber auch dann dementsprechend Schritte zu gehen. Und das Universum wird euch wieder zusammenführen, denn ich sehe hier, das Ergebnis wird sehr positiv sein. Hier kommt eine beglückende Veränderung, hier kommt ein Wandel. Ein Wandel, der zwar langsam auf sich warten lässt, aber es ist in Bewegung. Hier kommt eine Transformation. Eine Transformation bei deinem Gegenüber wird vor allem stattfinden, aber natürlich auch bei dir. Der Turm steht natürlich auch für den Wandel. Das heißt, wenn gerade eine Distanz da ist, egal ob räumlich oder einfach nur im Kontakt. Also entweder lebt ihr in entfernten Ländern voneinander oder es könnten natürlich auch verschiedene Städte in Deutschland sein. Oder einfach irgendwie eine Distanz, Blockade, Kontaktabbruch einfach oder ein schon lange bestehender Rückzug. Dieser wird aber überwunden. Ne? Diese Distanz wird verändert. Der Turm steht hier für den Umbruch. Definitiv für den ganz, ganz klaren Umbruch. Ich möchte jetzt nochmal mit den The Secret Key Karten gucken. Die Karten sind von Nadine Breitenstein, stehen auch in der Videobeschreibung. Was darf ich zu einem möglichen Treffen wissen? Zu einem möglichen Treffen oder zu möglichen Kontakt? Was darf ich da wissen? Wie geht es weiter? Okay. Der Architekt. Was haben wir hier noch? Der Kompass. Der Architekt, der Kompass und die Kartenlegerin und das Gericht. Also hier wird eine klare Entscheidung getroffen, eine klare Entscheidung. Und ja, es werden vorher noch ein paar Blockaden gelöst. Das heißt, es ist hier noch Heilung nötig. Auf jeden Fall benötigt man hier noch Heilung für sich, für seinen Prozess. Es benötigt noch etwas Zeit. Hier könnt ihr es gut erkennen, ja, halbwegs gut erkennen, ne? Karma-Auflösung und Blockadenlösung ist noch wichtig. Und wichtig ist auch, dass du im Vertrauen bleibst, wohlwollend bist, deine Gefühle nicht versteckst, sondern ganz du selbst bist. Natürlich dich nicht nur für andere aufopferst, das ist natürlich hier auch nochmal wichtig zu sagen. Aber hier geht es um die Verwirklichung, um die Willensstärke, etwas zu erreichen, den Unternehmergeist zu zeigen, ja. Wenn man etwas sich in den Kopf gesetzt hat, so nach dem Motto einen Plan geschmiedet hat, egal ob es bei dem Plan um einen Hausbau oder sonst irgendeinen Bau an sich geht, man hat hier einen Plan, man hat eine Vision. Und jetzt geht es darum, um in die Umsetzung zu gehen. Quasi, wenn man etwas damals verabredet hat, vor 2 Wochen oder so, oder vor 3 Wochen schon, dann geht es da jetzt darum, wirklich in die Umsetzung zu gehen. Risikofreude auch zu zeigen. Das heißt auch selber diese Angst überwinden. Nicht nur an die Angst, nicht nur an die negativen Ergebnisse zu glauben oder nicht nur da den Fokus drauf zu legen, sondern auch hier sehe ich ganz, ganz klar, sich in Bewegung zu setzen, sich neu auszurichten, zu verändern, sich von der Angst wegzudrehen, Masken zu lösen, bei sich selber zu bleiben und in gewisser Art und Weise den Horizont erweitern. Schaut mal, hier kannst du bis zum Horizont sehen. Aber um zu sehen, was da wirklich da hinten ist, muss man auch vielleicht diese Schritte erstmal dahin gehen. Um zu sehen, was wirklich kommt, was dahinter steckt, muss man vielleicht aber auch auf einen Turm draufsteigen. Muss man erstmal höher klettern. Muss man erstmal die Situation anders betrachten. Den Kompass, ne? Sich neu ausrichten. Vielleicht aber auch tatsächlich irgendwo hinreisen. Das ist natürlich möglich. Du hast hier eine Antwort in dieser Legung bekommen. Du hast vielleicht selber auch, das kann ich hier auch sagen, das Talent zum Kartenlegen oder tatsächlich auch selber schon Antworten erhalten.
Vielleicht darfst du auch hier vor allem auch deiner Intuition vertrauen. Deine Intuition, was sagt deine Intuition dir? Wird das Treffen stattfinden oder nicht? Wird der Kontakt wiederkommen oder nicht? Was glaubst du? Was glaubst du im Inneren? Was glaubt deine Seele wirklich? Und dann wird hier eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung wird kommen und ja, es wird eine gerechte Entscheidung. Es wird positiv weitergehen. Es wird gut weitergehen. Ihr kennt ja alle den Spruch: Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Ne? Am Ende wird alles gut. Und wenn es eben aktuell noch nicht gut ist, dann ist es auch noch lange nicht das Ende, ja? Das darf ich hier auch nochmal sagen. So, zum Abschluss gibt es noch eine Herzbotschaft und dann geht es gleich weiter. Was haben wir denn hier? Eine Herzbotschaft für die Situation, für die Liebe. Was darf ich meinen Zuschauern, meiner lieben Community, was darf ich euch mitteilen? Der Erfolg. Was habe ich gerade eben gesagt? Am Ende kommt das Happy End. Hab Vertrauen. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Wird es das Treffen geben? Wird Kontakt wiederkommen? Wird da dein Wunsch, welcher Wunsch es auch immer ist, wird es in Erfüllung gehen? Ja. Glaube daran, vertraue darauf und gehe dann aber auch die Schritte weiter. Okay, das ist doch mal eine wunderschöne abschließende Botschaft. Also glaube an den Erfolg. Es ist definitiv hier möglich. Man muss es einfach umsetzen. Man muss einfach selbst auch in Bewegung gehen. Damit dein Wunsch auch erfüllt werden kann, muss man selber auch die Schritte gehen und über die Angst hinübergehen. Das ist die Botschaft für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Aber bevor ich jetzt sage, dass das Video vorbei ist, ich habe es ja schon angekündigt, für alle, die jetzt noch mit dabei sind, gibt es jetzt noch eine Verlosung. Und zwar eine kleine kurze Videolegung. Das heißt, wenn du mit dabei sein möchtest, schreibe mir in die Kommentare den Hashtag Selbstliebe, also Hashtag Selbstliebe, und schreibe dahinter noch in einem Kommentar, wofür du dankbar bist auf deinem Lebensweg, wofür insgesamt du in deinem Leben dankbar bist. Das können auch mehrere Dinge sein. Es müssen nicht nur eine Sache sein, es können auch mehrere Dinge sein, wofür du in deinem Leben dankbar bist. Also alle, die den Hashtag Selbstliebe schreiben und dann noch dazu schreiben, mindestens eine Sache, wofür du dankbar bist, ihr habt dann die Chance dabei zu sein. Und zwar wird es dann für einen von euch die Möglichkeit geben, eine private Videolegung zu bekommen. Ungefähr so in dem Stil, wie ich es heute jetzt gemacht habe, einfach mal auf den aktuellen Stand zu schauen und wie es da weitergeht in deiner Situation. Natürlich auf dich abgestimmt, auf deine Situation abgestimmt. Vielleicht hast du dann noch ein oder zwei Fragen. Aber das werde ich dann persönlich auch noch mit der Person dann besprechen, wenn ich die Auslosung dann gemacht habe. Das heißt, du kannst dich ab heute, dem 4.7., eintragen und noch bis nächste Woche. Moment, ich muss gerade mal überlegen, der wievielte ist das dann? Genau, heute vom 4. bis zum 10. Juli. Also vom 4. bis zum 10. Juli 2023 kannst du dich eintragen. Und ich werde dann auslosen unter allen Kommentaren, unter den eben genannten Bedingungen, werde ich natürlich eine Person dann auslosen, die eine Chance hat, eine Videolegung von mir zu bekommen. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolg und natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch gerne mit einem Like, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere gerne auch meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Alles Liebe und bis bald!